Medien mit Weider. Blogger und Podcaster wie Tim Pritlove fordern mehr Audio im Netz. Sie werben für eine natürlichere Art der Kommunikation und weniger Missverständnisse im Internet. Der Online-Aktivist erklärte die Problematik von zu viel Text im Internet. Bisher war halt das Netz wesentlich textlastig. Manche Leute haben auch Probleme, wirklich komplexe, in Text umgesetzte Gedanken auch wieder so zu entziffern, dass die eigentliche Intention da auch klar wird. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass natürliche Sprache einfach unser normaler Weg ist zu kommunizieren. Auch Sprachpsychologe Dr. Benjamin Lange hält Pritlers Forderung nach mehr Sprache im Netz für sinnvoll. Wenn Sie nur Textkommunikation haben, haben Sie die sogenannte begrenzte Band- und Kanalbreite. Sie haben ja Mimik, Gestik nicht, Sie haben die paraverbalen Aspekte ja nicht, Betonung, Sprechgeschwindigkeit und so weiter. Also die Kommunikation würde natürlicher werden. Besonders in Konfliktsituationen habe laut Pritlove Sprache einige Vorteile gegenüber dem Text. Da ist einfach Sprache das Unmittelbarste, weil man eben an der Stelle die Emotionen raushört, weil man die Ironie auch raushört, weil man in der Lage ist, einfach in der Betonung der Sprache ein ganz anderes Verständnis dafür zu erzielen, was man sagt, als wenn das jetzt eben nur im Text notiert ist.